was in der letzten Folge geschah. Aber ich habe keine Pokémon. Schweige denn Bälle, Geld, sonst was. Warte mal, es kommt der Zero. Krupp-Tu. So, wir helfen dir jetzt, Louis. Pass auf. Es explodiert unter mir und sprengt mich. Was? Das macht ihr ja ehrlich? Hi Guys und Alola zu einem weiteren Part von Pokémon Sonne und Mond, Leute. Wir sind hier jetzt im Spiel und können unseren Starter auswählen. Im letzten Part habe ich euch ja gefragt, was für einen Starter würdet ihr nehmen? Den Pflanzenstarter Bautz, den Feuerstarter Flamiao oder den Wasserstarter Rubal? Und meine Wahl trifft nur auf ein Pokémon zu, Leute. Und das ist ganz klar das Pokémon Bautz. Bautz ist einfach mein fucking MVP. In seiner letzten Entwicklung sieht er auch noch ultra cool aus. Hat eine coole Type-Kombination und Bautz ist einfach am Start, Leute. Von daher, Bautz, du bist meins. Es handelt sich allerdings erst um eine wahre Partnerschaft, wenn der Partner, den du dir ausgesucht hast, auch dich auswählt. Okay, Bautz. Willst du mich, Zero, hier als Partner nehmen und ehren? Dann wollen wir sehen, ob Bautz dich als Partner anerkennt. Voll der Korb, Alter. Bitte tu nichts Böses. Bautz schaut dich prüfend an. Digga, wehe! Oh, nein! Er macht so nein! Digga, der Korb mich eiskalt weg, der Bautz. Ey, komm, Bautz, wir sind Bros! Du hebst Bautz liebevoll hoch! Und damit werden wir jetzt für immer verbunden sein. Ne, Bautz? Ich hoffe, wir sind jetzt Freunde für immer. Und du wirst auf jeden Fall hier einen Platz auf meiner Schulter finden hier, ne? Beim Let's Play. Spaß, Leute. Aber der gute Bautz ist am Start. Ich freue mich des Todes drauf, dass wir so einen coolen Starter haben. Ich habe ja diesen Plüsch hier von Bautz mir extra besorgt. Es war schon klar, dass der hier mein Starter wird. Ich fand ihn von Anfang an richtig cool. Hab dann so überlegt, so, ah, Rubal ist auch ein klasse Pokémon. Also, finde ich auch süß auf jeden Fall. Aber die letzte Form gefällt mir nicht ganz so sehr. Da finde ich doch Bautz noch einen Ticken besser. Von daher war die Entscheidung klar für mich. Und da haben wir jetzt unseren Buddy Bautz am Stesel. Bahu! Das Pflanzen-Pokémon Bautz plustert sich vor Freude auf. Das ist auch eine geile Idee, einfach so eine Waldeule. Das ist richtig cool. Oh, Bautz hat dich als Partner akzeptiert. Wer alle herkommt, ich beglückwünsche. Nee, voll süß. Jetzt, wo ihr euch gegenseitig auserwählt habt, seid ihr zwei für immer Freunde. Dass du mir ja nicht wegstirbst, mein Freund, ne? Wehe, du stirbst mir weg. Alter, wenn du mir wegstirbst, ne? Dann gibt's Ärger. Bautz! Ich habe mir gar keinen Namen überlegt. Ich glaube, ich nenne ihn einfach Hoodie. Wir nennen ihn Hoodie. Nennen wir ihn Hoodie? Hoodie ist einfach ein cooler Name, so. Hoodie in the Hood. Ich habe mir kurz einen Namen überlegen und ganz klar, Leute, für alle Leute, die ich im Let's Play mitmachen, ich werde meine Pokémon nach Abonnenten benennen. Zwar nicht alle, ich werde nämlich auch ein paar Namen so normal so benennen mal, aber ich werde einige Pokémon nach Abonnenten benennen. An fleißige Kommentarschreiber, die gute Kommentare schreiben, von daher seid immer aktiv in den Kommentaren und so könnt ihr auch natürlich am Start sein, in dem Projekt mitwirken mit mir. So, da haben wir den guten Hoodie, er ist sogar männlich, von daher passt das auch. Hoodie wurde in dein Team aufgenommen. Von daher passt alles perfekt. Wir gucken uns gleich auch das Wesen an und alles und gucken mal, was wir da so bekommen haben. Bautz also, ja? Wow! Sie hat einen cooleren Starter, eindeutig. Warum krieg ich nicht so einen coolen Starter? Warum bist du schon wieder so zappelig? Solange Halla und Professor in der Nähe sind, bist du sicher... Aber das ist nur eine Ausnahme. Du musst immer brav in der Tasche bleiben, ja? Ich denke, du hast eine gute Wahl getroffen. Bitte pass immer gut auf dein Pokémon auf. Aber sicherlich, Alter. Bautz ist mein MVP, Klasse Zero. Ab heute kannst du dich einen Pokémon-Trainer nennen. Und zu diesem Anlass bekommst du von mir auch ein kleines Geschenk. Den Pokédex? Jawohl! Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatisch Einträge für alle Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise triffst. Dein neuer Partner Bautz wurde bestimmt auch schon registriert. Wirf ruhig einen Blick drauf. Trainerpass, okay, cool. Aber ich würde sagen, du solltest schnell nach Hause gehen und deiner Mutter deinen neuen Begleiter vorstellen. Meinst du nicht? Ja, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die wir auf jeden Fall machen können. Eben zu Mama eben zeigen. Hier, Mama, das ist Bautz. Aber erstmal gucke ich mir Bautz mal selber an. Und, oh, guck das an. Das ist alles so grünlich angehaucht. Das sieht alles cool aus.
Oh, ich wusste gar nicht, dass es hier oben so angezeigt wird, so in so einem, wie beim Supertraining damals. Und der Ball dreht sich dort, das sind... Blatt weg haben wir als Fähigkeit, als Attacke schon. Dann wenn der greift mit Blättern an. Okay, Rasierblatt bloß sind etwas schwächer, wie es aussieht, mit 40. Damit man mit Aquaknarre mit 40 und Glut mit 40 jeweilig gleichziehen konnte, höchstwahrscheinlich. Wir haben ein ruhiges Wesen. Okay, ist das nicht ganz so cool. Gibt natürlich besseres Wesen. Weil wir haben Init Minus, wie ihr sehen könnt, und Spezialangriff Plus. Ich weiß nicht, wie dieses Monster gespielt wird später. Dieses Monster. Dieses süße Monster. Aber ich denke mal, er wird physisch gespielt. Von daher ist die Initiative Minus ein bisschen bad. Aber egal. Nehmen wir mit hin. Wir haben wahrscheinlich auch hier als Fähigkeit Notdünger, genau. Alles cool. Nehme ich so hin und wir gucken mal ganz kurz hier rein in unsere Einstellung, die wir haben. Denn wir haben Pokédex, Speichern, Poképause, Trainerpass und Beutel. Kenne ich mich noch gar nicht mit aus. Ich habe mich mit dem Spiel großartig nicht auseinandergesetzt, außer in den Trailern, die wir halt bekommen haben. Glitzerstein. Das ist höchstwahrscheinlich dieser Megastein, den wir gefunden haben, durch Zufall. Dann haben wir hier halt noch das Speichern, was wir machen können. Ich speichere mal ab. Oh, wir haben so Palme sogar da unten. Und tsching, da kommt das so ein Schild noch angeslidet. Richtig nice, ey. Ich bin, wie gesagt, Leute, ich bin ultra im Hype. Ich feiere alles in diesem Spiel einfach. So, ich habe gerade gewartet. Pokédex. Mele-Mele-Pokédex. Es gibt wieder mehrere unterteilte Pokédexe. Warum man das macht? Ja, okay. Oh, das sieht nice aus, aber von der Aufmachung her, ne? Man kann das Pokémon hier von oben und unten angucken sogar. Voll süß. Seht ihr, da kann man hier so unten so komplett sehen, okay, das und das Pokémon ist hier eine coole Übersicht, ist das besser als so runterscrollmäßig. Alola-Dex, Mele-Mele-Dex, dann werden wahrscheinlich alle Inselgruppen dort aufgeteilt sein. Sehr, sehr cool, gefällt mir. So, Trainerpass, keine Sorge, Leute, gleich geht's weiter mit der Action. Ich guck mir das bloß, man kann jetzt hier alles an, Spielzeit 35 Minuten, wow, Abenteuer gestartet, am 17.11., oh mein Gott. So, Poképause, was ist das? Ach so, hier kann ich Bautz befummeln oder was geht hier ab? Hier kannst du deine Pokémon pflegen, kümmere dich gut und knuddel sie. Hallo Bautz. Hallo. Hallo. Oh ja, ich streichel dich an deiner komischen Fliege hier. Oh ja, gefällt dir das? Ich hoffe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr das gehört? Das war voll putzig. Hoodie, hast du das gesehen? Das bist du. Sweet, Alter, sweet. Können wir mir was zu fressen geben so? Tatsächlich. Digga. Oh. Sorry, Alter, komm noch einmal. Aber diesmal hau es weg. Oh mein Gott, der ist so füßig. Oh mein Gott, püßig, Alter, das Wort gibt's gar nicht. Der ist so süß und putzig, wollte ich gerade sagen. Aber dann kam nur püßig raus. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin knallrot schon wieder, weil ich mich so freue, ey. Das ist atemberaubend geil, ey. Und hier haben wir noch Optionen halt. Hier können wir den Textspeed halt nochmal ändern kurz. Knopfbelegung, Kampfstil, Animation, Texttempo machen wir auf 3. Und ja, Leute, wie gesagt, wir spielen eine Nuzlocke. Das heißt, wenn Bautz stirbt, ist Bautz für immer tot. Das heißt, wir müssen gut aufpassen auf unseren kleinen Superstar, damit er nicht uns wegstirbt. Das heißt, wir können dann das Pokémon nicht mehr benutzen und müssen es dann jeweilig auf die Box legen. Hey du, hast du Lust auf einen Pokémon-Kampf? So viel dazu. Wenn wir jetzt hier sterben, ist die Challenge vorbei. Oh, nicht so voreilig. Bevor man jemanden zum Pokémon-Kampf herausfordert, sollte man sich erst vorstellen. Echt, ey, voll der Banause, ey. Haha, das habe ich glatt vergessen. Ich bin Tali, der Enkel des Inselkönigs Halla. Mein Pokémon ist global. Mensch, dein Bauch sieht aber auch total cool aus. Danke. Warum so aufgeregt, Alter? Erstmal ein bisschen cool tun. Wie gesagt, wir müssen unbedingt endlich mal gegeneinander kämpfen. Ehrlich gesagt habe ich dich schon überall gesucht, weil ich einfach nicht warten konnte. Ich schaue mir Kämpfe nur sehr ungern an. Ich mag es einfach nicht mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Aber ich werde dich anfeuern. Das erste Fangirl am Start, ey. Hui, das wäre dann dein erstes Poké oder dein erster Pokémon-Kampf. Ganz schön aufregend. Denk immer dran, dass die Wahl der besten Attacken den Sieg und die Liga-Lange entscheiden. Ich hoffe, du nimmst die Herausforderung meines Enkels an. Enkel? Ihr seht euch überhaupt nicht ähnlich. Okay, die haben dieselbe Hautfarbe nur, aber sonst gar nicht. Wenn ihr beide euer Bestes gebt, könnte das ein wahrlich fesselndes Duell werden. Wer? Du? Lässt mein Hoodie hier sterben, Alter. Ja, der Sieg wird mein sein. Abfahrt! Alles klar. Auf einen. Oder auf in den Kampf. Los geht's! Ich würde sagen, auf einen tollen Kampf, aber nee. Auf in den Kampf. Warum nicht? So, Tali. Bam! Ein Pokémon, Robal. Er hat das schwächere Pokémon. Warum auch immer das jetzt so ist,
Normalerweise hat Gary, Silver, Maike, alle hatten sie einen stärkeren Starter. Und Tali ist einfach die Intelligenzbestie schlechthin und nimmt den schwächeren Starter. Aber egal. Aquaknarre. Kriegt Step. Macht ganze 3 Damage. Oh mein Gott, Blattwerk! Wir rasieren mit Gillette Fusion hier. Gillette Fusion. Ist auf jeden Fall krass. So. Fund. Okay, das sollte ein bisschen mehr Damage machen. Weil wir das nicht resisten. Und das sollte noch ein Angriff sein. Dann bist du tot, mein Freund. Wir wollen noch mal eine andere Animation sehen. Ich glaube, der Tackle sollte dann ausreichen, aber. Fund. Oh, ist für knapp, ey. Gleich crittet er mich. Wow! Hoodie! Digga! Sollst du ihn töten? Oh, wenn er jetzt. Wenn er jetzt eine Wasserattacke gemacht hätte, ne? Wenn er jetzt eine Wasserattacke gemacht hätte und gecrittet hätte, ne? Durch den Sturzbach hätte er mich getötet. Pflegen? Wie pflegen? Hoodie erreicht Level 6. Warum steht hier Pflegen unten? Bist du ein Pflegefall, Hoodie, oder was? Das geht ja ab. Oder pflege ich... Muss ich ihn jetzt nach dem Kampf bürsten? Tatsächlich, Alter! Hoodie, was ist los mit dir? Er ist voll am Sweaten. Hoodie, ja, komm her. Komm her, mein Freund. Erstmal bist du gewaschen. Ich habe keine Ahnung von Pokémon-Pflege, Leute. Ich wurde hier einfach reingeworfen. Wie macht man das? Was ist das denn hier? Eine Duschhaube? Ein Handtuch vielleicht? Abputzen so ein bisschen? Was will der von mir? Hallo? Ach so, du wurdest nass gemacht durch die Aquaknarre, Digga. Sag das doch. Aber das... Wenn das kein verwöhntes Monster ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Okay, Hoodie, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nein, ich will dich nicht austauschen, Alter. Ist alles cool. Ist alles cool. So, Hoodie, genug getorkelt. Ist alles okay. Das ist aber eine coole Funktion, so nach dem Kampf so gleich den Jungen ein bisschen sauber machen, so, ne? Wow, das ist echt drauf, Zero. Das war doch dein Name, oder? Disrespect. Dein Bounce ist so cool. Weißt du, den Namen von Hoodie kann er sich merken. Mein Name, der ist uninteressant. Na nun, Zero. Dürfte das ein Glitzerstein, dürfte ich den Glitzerstein, den du hast, mal kurz sehen? Okay, kein Ding. Nimm ihn. Reiß mal die Augen auf. Oh, das ist ja ein... Opi, ist dieser Stein etwa... Sag mal, Zero. Kaporiki hat dich gerettet, richtig? Daher stammt der Stein auch. Ich verstehe. Du wurdest also nicht nur gerettet, sondern auch... sondern hast du den Stein auch erhalten. Ich habe das Gefühl, es war Schicksal, dass du nach Alola gekommen bist und fast gestorben bist. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Stein für eine Weile an mich nehmen. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich wieder. Morgen. Ich verspreche es. Jetzt lacht er sich an ab, ey. Du warst eindeutig Talent als Trainer. Deshalb würde ich dir dringend ans Herz legen, morgen an unserem Fest teilzunehmen. Oh, Feste, geil. Paar Party schmeißen hier. So, Zero, Zeit zurückzugehen. Ich begleite dich nach Hause. Lini, du kommst am besten auch mit. Wir wollen schließlich nicht, dass ein kleiner Schützling in Schwierigkeiten gerät. Da haben Sie recht, Professor. Ich werde gut auf Wölkchen aufpassen. Oh, er ist so süß, Alter. Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Du sollst in der Tasche bleiben, Mensch. Oh man, Alter. Das Ding hört ja gar nicht auf sie. Wie so ein unerzogener kleiner Welpe. Unsere Villa Kunterbunt, Alter. Die ist einfach so riesig, unser Haus. So heftig. So, Villa Kunterbunt, wir sind wieder am Stissel. Da bist du ja wieder, Zero. Und, welches Pokémon hast du genommen? Weiß ich nicht, das Pokémon, was rechts neben mir steht vielleicht. Bahu! Wow, das ist ein tolles Pokémon. Und warum hast du dich für dieses entschieden? Alter. Ich nenne dir 3 Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, Madame. Hoodie ist nicht nur das bestaussehendste Pokémon, sondern auch das stärkste Pokémon, das maskulinste Pokémon, das plüschigste Pokémon und hat die allerbeste Ausstrahlung. Oh yeah, das ist Hoodie. Ich hoffe, das reicht jetzt für Gründe. Okay, sie will noch einen wissen. Okay, alles cool ist, Alter. Es ist einfach cool. Nimm es mal ganz ehrlich. Das Ding hat eine eingebaute Fliege. Das Ding hat Style. Dann hast du genau die richtige Wahl getroffen. Dieses Pokémon ist nämlich süß und cool. Ihr passt wirklich ganz wunderbar zusammen. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Ihr könnt mal alle, ruhig alle, die Bouts genommen haben, Team Bouts in die Kommentare hauen, Leute. Hashtag Team Bouts, ihr müsst am Start sein. Bahu! Ich finde das voll süß, ey, Team. Bahu!
Ich nehme mal diese Ketten hier ab, ey, weil die kratzen mir am Hals, ey. Das ist krass heftig. Und ich sehe wieder normal aus dadurch. Am nächsten Tag. Mutti genießt erstmal die Sonne jeden Morgen, ey. Ah. Ach nee, was für ein Sonnenuntergang. Aber jetzt packe ich besser wieder ein paar Kartons aus. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Ach stimmt, Halla wollte ja noch was von mir, ne? Machst du bitte mal kurz die Tür auf Zero? Easy peasy. Gucken wir nach. So. Oh, ein bisschen Obst haben wir auch am Start. Die Mutti will schon einkaufen. Mauzi liebt diese Beeren. Achso, ist nicht für mich, nur für Mauzi. Alles klar. Ich krieg nichts. Ich darf höchstwahrscheinlich aus der Schale dort essen, ne? Rechts. Genau, bei dem Katzenfutter. Genau, da. Hallo Zero, es wird Zeit zu gehen. Die Festlichkeiten rufen. Aber zuerst, jetzt wo du ein echter Pokémon-Trainer bist, muss ich dir unbedingt etwas zeigen. Komm, wir machen einen kleinen Abstecher. Auf zu Route 1. Dürfen wir unser erstes Pokémon fangen? Das wäre nice, Alter. Pass schön auf und viel Spaß. Das wird sicher lustig, zusammen mit deinem neuen Pokémon. Mauzi und ich kümmern uns erstmal weiter ums Auspacken. Mach das. Mein Zimmer ist eh schon fertig. Von daher alles cool. So, kurz weggesnackt. Ach, das ist doch für Mauzi. Okay, dann ist alles cool. Wir haben sogar eine Weimar-Kanne dort am Start gehabt. Kleines Easter Egg am Pokémon Smaragd, Rubin und Saphir. Komm schon, Zero. Nicht so langsam. Wir haben gleich 17 Uhr und es wird hier schon dämmerhaft. Seht ihr das? Also es wird schon so leicht rötlich. Und ich glaube, hier konnte man damals auch, auf der Gamescom haben die hier damals was gezeigt. Und zwar konnte man hier damals auch die ersten Pokémon fangen auf Route 1. Hier drüben! Oh Mann, Alter, ich freue mich so des Todes, ey. Es ist so ein wahnsinnig gutes Spiel einfach. Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Aber nun hast du ja Bouts an deiner Seite. Du kannst also nicht nur gegen wilde Pokémon kämpfen, sondern auch sie fangen. Ich zeig dir mal eben, wie man wilde Pokémon fängt. Also pass gut auf. Show me. Oh, ein Packpack. Das will ich unbedingt haben. Kukui, der jetzt wuffelt sein. Okay, du bist so ein Typ Gestein, Alter. Du haust das Ding mit einem Felswurf so tot. Es hat Sandwirbel bis Tackle Silberblick. Setzt den Tackle ein. So, Leute, wir genießen jetzt das Pokémon-Fang. Da wir noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt haben, werden wir uns das mal angucken hier, ne? So. Jetzt wirft der gute Boy einen Pokéball. Auch die ganze Animation, diese ganzen Felder von Kampf, Beutel, Flucht sehen einfach genial aus einfach. Das muss man einfach mal sagen, ey. Da hat Game Freak wirklich exzellente Arbeit geleistet bei diesem Spiel. Also, wie gesagt, ich lege mich nicht darauf fest, dass dieses Pokémon-Spiel das beste Pokémon-Spiel aller Zeiten wird. Aber ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir. Deswegen, ey, also, dieses Spiel hat wirklich Potenzial, eines der besten Spiele der Welt zu werden. Also jetzt Pokémon-technisch. Deswegen. Na dann, war doch nicht so schwer, oder? Manchmal greifen wilde Pokémon dich an, aber wenn du sie fängst, können sie verlässliche Mitstreiter werden. werden. Und wenn dein Pokémon mal fix und fertig von vielen Kämpfen ist, dann mach eine Pause zu Hause. Sprich einfach deiner Mutti. Bestimmt sorgt sie dafür, dass es dein Team wieder gut geht. Hier ein paar Pokébälle und Tränke. Und ab sofort, Leute, jetzt wo wir Pokébälle und Tränke haben, geht's los! Mit der Nuzlocke. Das heißt, wir dürfen auf jeder Route ein Pokémon fangen. Das erste Pokémon, was uns auf der Route begegnet, müssen wir sogar fangen. Das heißt, wir dürfen nicht abwarten, bis ein cooles Pokémon kommt oder so. Nein. Wir müssen das erste Pokémon auf dieser Route fangen, das uns jetzt begegnet. Von daher wird das unser zweites Teammitglied werden. So, was bekommen wir? Ein Packpack! Jawohl! Das wollte ich eh im Team haben, weil das ein super, super chilliges Pokémon ist. Und glaube ich, das allererste Pokémon ist, was damals geleakt wurde von, ich weiß nicht, gehe ich für Blattwerk oder für Tackle? Oh, Baus guckt mich so an, so. Nee, für Blattwerk. Der Typ ist so nice, ey. Der dreht seinen Kopf einfach um 180 Grad, denkt sich einfach nichts dabei. Boots! Plautzenattacke. Stachel. Oh! Stachel sei schon Schnabel, das ist sehr effektiv, da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Aber wir haben auch Tränke bekommen, von daher. Nein, ihr wisst Bescheid. Oh, das war knapp. Schnabel, wie viel tanken wir noch? Okay, wir würden noch einen Schnabel tanken, glaube ich. Okay, wir haben jetzt 24, glaube ich, ne? Genau, wir hatten 24 KP und 12 haben wir. Das heißt, 6 zieht Schnabel ab. Das heißt, wir würden noch 2 tanken. Außer er will uns jetzt critten. Kannst mir jetzt aber nicht erzählen, dass er crittet. Dann ist die Challenge vorbei. Dann war es das. Dann war es Part 2 Ende.
Nee, aber warum ich einen Naslock mache, für alle Leute, die es wissen wollen, ein Naslock verschwert nicht nur den Spielverlauf, sondern es macht es erstmal für euch interessanter und für mich interessanter. Deswegen, es ist kein normaler Playthrough, wo man sagt, ja, das Ding ist jetzt tot und tschüss. Nee, es lässt wirklich eine Beziehung zwischen einem selbst und dem Pokémon aufbauen. Zum Beispiel zwischen mir und Hoodie. Na, Hoodie, ich würde dich niemals Gefahren aussetzen, deswegen wärst du natürlich fast durch einen Crit gestorben, wenn ich dich nicht gefangen hätte. Aber egal. Und wir haben ein zweites Flug-Pokémon, sehe ich gerade. Oh, shit, aber egal. Wie gesagt, falls wir ein Pokémon doppelt fangen sollten, dann trifft die Regel in Kraft, dass wir je nachdem das nächste Pokémon fangen können auf der Route. Das heißt, guckt am besten mal in die Beschreibung, Guys. Da sind alle Regeln zur Nuzlocke. Und falls ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Ich glaube, die Community oder ich werden je nachdem euch dann auch helfen. So, ein Spitzname für das gute Packpack haben wir jetzt am Start. Und ich würde sagen, es ist weiblich. Ich guck mal, ob ich eine weibliche Abonnentin finde, die dieses Packpack wird. So, Guys, da sind wir jetzt schon. Und das Pokémon heißt Emma Rose. Denn Emma Rose ist eine sehr, sehr aktive Abonnentin, die schon seit Jahren dabei ist. Und ich dachte mir, du hast das Vergnügen bzw. die Ehre, das erste Pokémon in meiner Nuzlocke hier auf Pokémon Sonne zu werden. So, wir schauen uns das Pokémon gleich mal an. Es ist fast gestorben mit Level 2 KP nur noch. Und wir haben ein Verteidigungsplus und Spezialangriff minus. Ist jetzt nicht so bad, weil das Ding wird höchstwahrscheinlich physisch angreifen, außer es hat ganz komische Attacken später. So, es ist pfiffig und hat die Fähigkeit Adlerauge. Das heißt, Sandwirbel und sowas beeinflussen dieses Pokémon nicht. Seine Genauigkeit bleibt gleich. So, wir wollen hier ganz schnell raus unser Pokémon-Team eben aufheilen, weil unser Pokémon-Team ist sehr, sehr angeschlagen. Und ich werde die Pokémon auch zwischendurch trainieren, Leute. Das heißt, ich werde mich dem Level anpassen, der Gegner. Ich werde aber nicht overleveln, dass es halt nicht so spannend wird wie meiner Pokémon Y-Lock am Ende. Da habe ich irgendwie das Level dann irgendwie zwei Level beim Champ überstiegen. Ich war im selben Levelbereich wie der Champ dann und das war nicht ganz so spannend. Deswegen, ich will das Projekt spannend lassen und werde auch nicht so oft Tränke benutzen und sonstiges. Und ja, deswegen, ich hoffe, wir haben eine schöne Zeit hier einfach und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme hier. Aber ich glaube, wir gucken noch kurz hier, was hier so abgeht. Wir können ja gucken, was für Pokémon es hier noch gibt. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen werden. Oder wenn wir noch was machen werden. Deswegen, so, was haben wir denn hier? Lady Bar. Ich habe auch keine Ahnung, welche Pokémon aus Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Einal und natürlich aus der Kalos-Region hier vertreten sind in dieser Edition. Das heißt, ob es hier zum Beispiel jetzt ein Voltilam gibt oder ob es hier ein Abra gibt irgendwo. Das weiß ich nicht, Leute. Das heißt, es ist immer ganz speziell, wenn ich auf eine neue Route komme, weil ich habe keine Ahnung, was für Pokémon es dort gibt. Das ist halt dieses Faszinierende bei einer Nuzlocke, wenn man gar keinen Plan hat. Man weiß nicht, was für Pokémon gibt es hier? Ich weiß noch, was für Exclusive-Pokémon es gibt bei Sonne und Mond jeweilig. Deswegen, das ist halt viel mit Abenteuer halt, so Lust hinter und alles. Ich weiß nicht, wann Battles kommen, ich weiß nicht, was für Gegner da sind, wie stark die sind und alles. Deswegen, ich werde mich auf jeden Fall aber widmen und pfiu, da kommt ein cooler Sound rein, ey. Was war das denn? Scouter! Boom! Was für sein Power Level? Sein Power Level ist schon bei 7. Guys, Guys, Guys. Ich freue mich ja, wie gesagt, des Todes drauf. So, wir packen Emma Rose mal nach vorne. Vielleicht kriegt ihr ein paar Erfahrung. Ich wollte dir kein Item geben. Ich wollte eigentlich nach vorne switchen. So. Ey! Ey! Was soll das? Ach so, hier unten mache ich das mit Y. Hä? So? Ah, okay. Das ist eine ganz neue Auswahl, wie es aussieht. Komme ich erstmal noch gar nicht mit klar, aber ich habe es rausgefunden. Okay, da haben wir ein Pokémon, den werden wir natürlich wegsnacken. Okay, es ist ein Pokémon davor, was uns aufhalten will. Donald Trump! Make America great again. Puh! Leute, der Präsident der Vereinigten Staaten ist hier am Start. Level 2. Und er ist weiblich. Ey, Digga. Donald Trump in weiblich? Was ist das denn? Emma, hau ihn bitte weg. Sofort. Ich will ihn nicht sehen. Der Präsident, ey. Was will der von mir? Der will doch eh noch meine Stimme haben. Aber jetzt braucht er sie. Jetzt braucht er sie ja nicht mehr, ne? Der ist jetzt Präsident geworden, der gute Donald. Naja. Egal. Vergessen wir es, Leute. Wir töten den Jungen jetzt einfach und dann sind wir einfach froh. Und vielleicht erreichen wir mit Emma schon fast das nächste Level. Das wäre auf jeden Fall richtig fresh. So, der Präsident wurde gestürzt. Vom Zero. Ich hab Donald Trump getötet, Leute. Ich hab Donald Trump getötet. Nee, es gibt natürlich noch die weiterentwickelte Form, die wirklich nach Donald Trump aussieht. So, wir finden einen Trank. Richtig fresh. So, und hier kommen auch, glaube ich, schon die ersten Trainer gleich. Tatsächlich, der erste Boy schmeißt seinen Ball hoch in die Luft. Und genehm werden wir auch noch battlen. Von daher. Boom! Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen schon bald die Fetzen, Digga. Und diesen Satz wurde auch, dieser Satz wurde auch damals in Pokémon XY benutzt in der neuen Generation. Vom allerersten Knirps oder jeweilig Raufbold, was auch immer es war.
Ratzfratz? Alola Ratzfratz hat der Digger! Das ist ja mal richtig fresh! One-hitted er mich mit Emma Rose? Nee, oder? Alola Ratzfratz one-hitted mich nicht. Das ist Level 3. Ich mach mal einen Schnabel. No risk, no fun. No risk, no fun ist keine gute Sache, Zero. Es ist keine gute Sache. Wir müssen auswechseln, weil wir tanken nicht viele Hits. Und Hoodie ist eindeutig stärker. So, komm zurück und Hoodie, komm! Wupp! Da haben wir einen guten Hoodie wieder am Start. Rutenschlag. Okay, okay. So. Ich würde sagen, eine Blattgeisel oder Blattwerk. Blattgeisel, Alter. Blattgeisel, genau. Über 100er Move. Einfach mal so am Start gegen so einen Ratzfratz. Noch ein Rutenschlag. Das ist ein Fehler, Alter. Außer du hast Ruckzucki, um mich hier nochmal zu treffen. Meine Death ist zwar mega down. Aber dafür kommt die Plaus jetzt von Hoodie. Und das ist es gewesen. Sorry, wollen wir pflegen? Komm, Bautz ist sehr verwöhnt. Den müssen wir pflegen, Leute. Es gehört einfach dazu. Bautz, wenn der gewinnt, der wird einfach geföhnt danach, Leute. Dann wird er einfach Was hast du denn gemacht? Ich habe gesagt, hier gibt es keine Voltilamps und dann versteckt... Verkleidet er sich als Voltilamp mit so Fell oder was? Digga, muss ich ihn bürsten oder was? Tatsächlich. Ganze Flusen da so raus, ey. Was machen meine Pokémon? Oder vielleicht sind das so Gedärme, die da so rauskommen, weil mein Pokémon so heftig geschwächt ist. Keine Ahnung. So, du bist durch. Ende. Das reicht erstmal. Oh, so lang, wenn ich einen Pflegegeist immer hier fertig machen muss. Nee, ich werde nicht immer diese Pokémon hier fertig machen, Leute. Keine Sorge. Also, ihr werdet hier natürlich einen straighten Part sehen und... Oh, was für eine geile Aussicht, ey, auf dieses orangefarbene Fanta-Meer. Trinke Fanta, lebe bunter. Oh yeah, Alter, Bambusha. Seht ihr das? Man konnte hier so hingehen und dann... So ein Fokus hier von der Lady. Ich glaube, wir heilen mal ganz kurz auf. Und danach werden wir den Part auch schon beenden, Guys. Ja, es tut mir leid, der Part ist schon vorbei. Aber ich hoffe, er war trotzdem lang genug für euch. Und ihr konntet so einiges hier erfahren. Und wie gesagt, Leute, wenn wir ein Like-Goal schaffen von ungefähr fast 1000 Likes... 1000 werden zu übertrieben sein, aber 800 Likes, Leute. Dann kommt noch ein dritter Part. Aber auch wirklich nur dann, wenn ihr wirklich Gas gebt und es wollt, Leute. Und denkt natürlich dran, supportet mich und den Kanal. Das ist das einzig wahre. Raupi! Und supportet die Lady mit dem Raupi, ne? Also den kleinen Würmchen da, ne? Den hauen wir auf jeden Fall easy weg jetzt mit unserem guten Pack-Pack, a.k.a. Emma Ross. So. Ich würde sagen, wir machen mal einen Schnabel, der sehr effektiv trifft und Step kriegt, von daher... Oh, es überlebt. Tackle. Shit, Alter. Warum habe ich einen Trank benutzt bei so einem Viech, ey? Warum habe ich hier einen Trank benutzt? Ich weiß es nicht. Emma Rose. Beat him. Und das war's mit Raupi. Und das war's auch mit dem Part, Leute. Wie gesagt, wenn euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, um mich zu supporten. Und beziehungsweise um mich und die Community hier zu supporten, Alter. Das ist der tiefe Gesichtsausdruck. Oh, ich hab verloren. Und wenn ihr noch nicht Teil seid der Zero Unity, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal für mehr Episoden von Pokémon Sonne und Mond. Ich werde hier täglich hochladen, auf jeden Fall. Für euch mache ich das auf jeden Fall sehr gerne. Und ich habe ultra Bock auf dieses Game, falls ihr es... Ja, falls ihr nicht gemerkt habt, ne? Leute, haut rein, bis zum nächsten Part und ciao!